internationalen Ensemble russischen Schwerpunkt. Unser Stimmführer, der Celli Michail Nemtsov, hat seine Schwester mitgebracht. Elena Nemtsova, welche als Pianistin unter anderem an den Privatuniversitäten von Linz und Wien tätig ist, und einen jungen russischen Geiger, Aylen Pritschin. Aber da muss natürlich noch wer vom Orchester dabei sein, und das wird unser Solo-Klarinettist Ferdinand Steiner sein. Und wenn Sie sich darüber wundern, dass hier drei Sessel stehen, die gehören nicht für drei Cellisten, sondern nur für einen Cellisten. Es war kein Cellostuhl jetzt hier aufzutreiben, sollte man nicht glauben in einem Orchesterhaus, aber der große Saal, ist leider geschlossen. Ich begrüße Sie zu einem Programm mit einem großen klassischen Klaviertrio von Josef Haydn, einem großen romantischen, das man eher selten hört, dem letzten von Robert Schumann, und dazwischen das Klarinettenquartett von Paul Hindemith, auch ein Stück, das nicht alle Tage zu hören ist. Näheres finden Sie im Programmheft. Und wir freuen uns alle sehr, wenn wir Sie auch morgen am Abend hier wieder begrüßen dürfen, denn morgen am Abend wird Peter Branner um 19.30 Uhr Treffpunkt Musik gestalten mit unserem Konzertmeister Frank Stammer. Ich wünsche Ihnen ein schönes, spannendes Konzert.
Thank you.
Auf jeden Fall.
Thank you.